Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Heute erforschen wir wieder in Space Engineers. Ein paar Sachen nachgucken. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Und ich verschwende meine Zeit. Aber ich habe mir gedacht, es könnte lustig werden, wenn ich so ein paar Sachen entwickle. Wenn ich ein paar Sachen halt entwickle. So, da sind wir. Empty Space. Okay. Ich wollte erst mal eine Rakete zu bauen. Ganz billig. Ganz chillig. Da haben wir ein Ionentriebwerk klein. Also, so klein sieht es nicht aus. Warte. Ich hätte nur gerne leicht gepanzerte Platte, Digga. Ja, das funktioniert nett. Das habe ich nicht anders erwartet. Naja. Das hängt so raus irgendwie. Okay, warte. Es gibt eine andere Lösung dafür. Safe. Zumal brauchen wir eine Batterie, ja? Nee, dich da. Hier. Alright. Hey, warte. Dann weiß ich, wie ich das mache. Das kommt hier dran. Damit wir das irgendwie ausgleichen können. Das habe ich gemacht. Sieht ja scheiße aus, aber Pech. Also gut. Vielleicht können wir das Ding ja sogar fernsteuern. Wird nicht leicht, aber möglich. Alles ist möglich. Ich weiß, so geht der Song nicht. Das ist mir egal. Also gut. Lass mal sehen. Was machst du, Digga? Oder ich wusste gar nicht, dass man das alles machen kann. Ein Fernsteuerblock. Okay. Aha. Ja. Okay, warte, Hauptfernsteuerung. Steuerung. Noch eine Kamera. Ey, Digga, das ist trippy, Alter. Trippy, tricky. Okay, warte, machen wir erstmal den restlichen Scheiß. Brauchen wir überhaupt ein Gyroskop? Das ist nicht großartig wichtig, glaube ich, ne? Hierfür brauchen wir jetzt einen Sprengkopf. Direkt vorne an die Spitze, Soldat! So. Dann guck dir das Ding an, Alter. Perfekt aus. So wie eine Kamera. Achso, ich habe die Kamera vergessen. Bin ein bisschen doof. Sichern auf jeden Fall schon mal. Einstellungsblock.
Irgendwas mit der Fernsteuerung wird nix. Wie sieht mit der Panzerung aus, Alter? Da, komm, Panzer, hä? Ja, was soll's? Die können wir auch hier platzieren. Das sieht zumindest nicht so scheiße aus. Vielleicht ist es keine gute Idee, eine Panzerung an den Sprengkopf zu packen, Alter. Vielleicht bin ich doof gerade. Aber dann ist das halt mal so, ne? Wir werden gucken. Ich hab das Gefühl, es wird trotzdem einen großen Explosionsradius haben. Vielleicht ein bisschen eingedämmt, aber trotzdem. Ja, dann brauchen wir das Cockpit, Alter. Boah, das sieht scheiße aus, Alter. Boah, das sieht scheiße aus, Mann. Fuck, Alter. Naja, komm. Ich hätte gern ein anderes Cockpit, weil das ja... Okay, wir haben eine große Auswahl. Von genau zwei Cockpits. Sieht immer noch scheiße aus. Naja, wir kopieren's. Für später, falls funktioniert. So. Golden Fury, ein selbstmodifiziertes Schiff meines Weges nach. Vom J-Class Courier, den man bei jedem Handelsposten kaufen kann. So, jetzt habe ich schon unbezahlte Werbung gemacht für den J-Class Courier. Jetzt gucken wir, ob die Pisse hier funktioniert. Ah, ob das scheiße geht, obwohl geht, ja. Okay, wir brauchen ein Gyroskop. Ich hab's gewusst. Ich weiß ja nicht, wo soll ich das Scheißding denn hinpacken? Mach mal so, Digga. Wo war das mit diesem Gyroskop? Jedoch. Na, machen wir noch einen Sprengkopf. Statt dem Gyroskop. Nee, doch. Gyroskop. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, Alter. Schlitt mal noch runter. Ja, Digga, weil sonst... Hier, Digga, jetzt ist wieder übertrieben, Alter. Ey, nee, das tut ja weh. So eine Sensi. Doch, Sprengkopf. Das Ding ist sowieso schon leicht, das Schiff, Alter. Dann noch mit zwei Gyros, Alter, ich krieg einen Herzinfarkt. So, ich bin nach vorne gerichtet. Ich hab das Cockpit vielleicht noch platziert. So. Immer noch, wo sind die? Also es tut wirklich weh. Kann man das irgendwie runterschrauben oder so? In irgendeiner Art. Gyroskop. Ich denke, Energie wird's machen. Nee, das ist immer noch übertrieben, Andrea. Ich will nur ein bisschen, wirklich ein ganz kleines bisschen nur. So, Digga, wir machen jetzt 10%. Oh, Digga. Wir machen 5. Ist das, Digga? Wir machen 4. So fühlt sich toll an, Digga. Nicht übertrieben, aber trotzdem geil. So, noch einmal kopieren. Die Zwischenablage. So, wow. Chill. So, Digga, jetzt will ich aber auch endlich mal ein Experiment starten, also. Ja. Recht ordentlich. Also, es geht besser. Ganz ehrlich zu sein, es geht wirklich besser. Das ist jetzt nicht sehr schlecht. Also, wir sind mal bei dem Hauler. Ja, wo fliegst du denn hin? Ach komm, tschüss. Dann versuchen wir es nochmal bei dem Hauler.
Ich kann nicht wieder weg, naja, was war's? Na, ja, da ist er ja! Endlich! So, Digga, jetzt bauen wir dieses letzte Schiffchen wieder. Was war das denn nochmal? Das war's. Ja, es ist halt eine Mega-Rakete, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie krass. Ich weiß nicht, ich mag's halt. Also, wir nehmen es halt einfach mal an. Wir fliegen von rechts auf das Schiff zu. Einfach wirklich clean. Auf das Schiff zu, da ist es. Und dann sind wir fast auf Höchstgeschwindigkeit mal. So. Jetzt überprüfen wir mal den Schaden. Also, wie gesagt, Digga, es geht besser. Es ist ja echt nicht schlecht. Aber schon recht enttäuschend. Wie das angeht, Alter, was das angeht. Einfach nur Pisse. Ah, scheiße, Digga. So, gehen wir in unsere schöne, diese Shungo-Überlebenswelt rein. Pisse schlecht bin ich da drin, Alter. Was ist eigentlich mit Walker 2 passiert, Alter? Der Server ist ja so tot. War vor einem Jahr so in der Server, ne? Bruder, fast durchgehend voll. Sogar montags, Alter, um 1 Uhr war der Server voll. Und jetzt, Digga, 22 Uhr, samstags, und es sind nur 7 Leute. Was ist passiert? Ich meine, ich find's ja schwierig, wenn da nicht so viele drin sind, Digga. Aber es ist ja ein bisschen traurig auch, ne? Weil man fragt sich halt, ich hab die Sprache drin. Aber mich hört eh kein Schwein. Aber man fragt sich halt, was ist denn passiert? Mann! Digga, ich hasse es, wenn ich klicke und da passiert nichts. So, also das ist die Rakete, die ich bauen möchte, von der, mit der ich hier wegkommen möchte. Die, ja. Der ist immer noch an der Sprache. Ich talk, so, Digga. Aber jetzt, wenn es jetzt noch funktioniert, so, gut. Mit der Rakete habe ich vor, vom Planeten runterzukommen. Ja, also. Sieht jetzt auf den ersten Blick sehr groß aus, ist er auch. Ist recht billig. Ich glaube, ich habe das schon im Video gezeigt, weil ich das hochgeladen habe. Und ich einfach wieder abgebrochen habe, weil ich dann auch keinen Bock hatte. Auf jeden Fall, Digga, fliegt auf Atmosphäre und im Universum, wie ihr seht. Recht billig von der Produktion her. Ich meine, 69 Blöcke hat das Ding nur. Hat einen Sprengkopf drin, also kann man auch benutzen für einen Angriff, billiger Angriff auf eine feindliche Basis oder ein feindliches Schiff. Also, dass das Schiff oder die Basis in zwei geteilt wird, ist recht wahrscheinlich. Ansonsten kann man das Schiff auf jeden Fall, die Rakete auf jeden Fall auch umwandeln, statt den Sprengkopf. Ein richtig saftiger Frachtcontainer. Und dann könnte man damit auch ins Universum fliegen. Aber das werde ich auch machen. Momentan ist ein Projekt da, den ich ausgewählt habe, da ist noch der Sprengkopf drin. Auf jeden Fall, Digga, ich finde, die Rakete sieht richtig clean aus. Das ist das Cockpit, Alter. Schön geschützt, also. Alles leicht und leicht, also wirklich alles komplett billig. Herzustellen. Und ich hoffe, bald will mal jemand meinem beitreten, Alter. Das sind zwei Typen, Digga, mit denen habe ich eine ganze Zeit lang gespielt. Sehr lange. Aber, seitdem Pisser, dieser Pisser, Alter, Mausloch 9000, Digga, reportet ihr mal alle auf Steam, Alter. Der Pisser, Alter, habe ich meine Koordinaten gegeben, Alter, hat alles abgebaut. Was ich da hatte, Alter, ich habe denen das anvertraut. Er hat alles abgebaut, ne, reportet, sofort reportet. Er hat alles abgebaut, bei meiner Basis, ne. Meine Teammitglieder hatten natürlich auch keinen Bock mehr drauf, ja, Digga. Ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock drauf, Digga. Wenn man die ganze Zeit baut und der Pisser kommt jedes Mal aufs Neue mit seinem fetten Scheißarsch, Alter. Baut alles ab. Hatten die natürlich auch keinen Bock drauf, Digga. Haben mich auf den Staub gemacht, Digga. Seitdem, eine Twitter 2 Tage nicht mehr aktiv und von der Angel weiß ich gar nichts. Haben mich natürlich als Freund geändert aufs Team. Und die vergehen jetzt alle getrennte Wege, also nicht getrennte. Sie sind immer noch meine Fraktion, Digga.
Aber ich habe halt wirklich lange nicht mehr von ihm gehört. Das ganze Projekt haben wir abgebrochen. Projekt Alien Planetensiedlung. Deswegen habe ich jetzt eine neue Basis. Habe ich gestern mit angefangen, bin recht weit. Vielleicht schaffe ich es morgen, die Rakete fertigzustellen. Glaube ich eher weniger. Weil eine Produktion ist auch nicht sehr leicht, wisst ihr? Vor allen Dingen von den Dingern. Ich weiß auch nicht, Digga, wie kann ich denn bei dem Projektor die Blöcke schweißen? Frage ich mich. Projekt out of bounds. Seit nothing is. Was heißt denn out of bounds jetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Vielleicht? Ich glaube auch mal nach oben, wenn wir das wissen. Ja, scheint nicht. Muss ich mal gucken, Digga, ob, wenn ich mal Member krieg, halt an meiner Fraktion, dann, dann vielleicht. So, jetzt guck ich mal, wie, was mach ich? Was geht denn? Hast du das gesehen, was ging jetzt gerade? So, Digga, ich guck, mach nochmal den Test, wie meine Basis, wie gut die erkennbar ist von oben. Wenn man ungefähr auf der Höhe mit einem Schiff fliegt, würde ich sagen, nicht schlecht, das schlecht, ne? Also, wirklich nicht schlecht. Easy zu sehen. Oh, fuck, Alter. Ich hab das Stahlblatt im Inventar. Okay, meine Body Location kommt gerade runter. Bin auch selten doof. Wo landet die? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hier so. Okay, da. Da, bauen wir gerade ein bisschen. Nein, was weiß ich, wie viele, Alter. Ich bin doof, ich bin hier nicht mehr angewählt. Ist gut, halt. Hier, sag mal. Doch, 92, hä? Also auf jeden Fall, 92 Bruder sind echt brutal viel. Wenn man irgendwann leicht in der Fraktion hat, Alter, mit 3 Milliarden Schiffen und so, Alter. Dann sind 92 ein Witz, wirklich. Dann sind 92 ein Witz, Digga. Auf 92, Digga, pisst du dir ein. Aber, hier in so einer Phase, wie ich gerade bin, ist 92 Goldfang. Ist, weil ich Swapboard abgebaut habe, Digga, Swapboard. Das hab ich abgebaut, Digga, und ich weiß nicht, wie ich das schweiße. Aber ich hab schon mal das Projekt hier stehen. An der richtigen Stelle. Ja. Ich sag euch, Raketen sind die Lösung. Baut nicht irgendwelche teuren Schiffe mit Schnickschnack dran. Baut Raketen. Baut eine scheiß Rakete, Leute. Und fliegt damit ins All. Im All seid ihr sicher. Nehmt alles mit, was ihr habt. Mit einem Cargo-Container reicht meistens. Fliegt damit ins All. Und ist safe. Ist alles safe, wirklich. Aber wirklich keine Ahnung, wie man die Blöcke hier schweißen kann hier. Ja, auf jeden Fall. Was ich brauche. Warte mal. Das ist auf jeden Fall ein Atmosphärentriebwerk. Nee, das wird nicht funktionieren. Pisse, Alter. Ich muss hier jemand anfangen. Stahlplatten! So. Ich brauche ja nur jetzt das kleine metallische Grundgestell. Ionentriebwerk allein kann nicht platziert werden. Warum? Projektor aus. Wollen wir noch nicht, hä? Jetzt schon wieder los. Ist da oben was oder so? Wo kann er denn platziert werden? Auf jeden Fall nicht hier drauf gerade.
So kann er blassiert werden? Hä? Das hat das Triebwerk denn jetzt eben nicht? Ach, Digga, nee, muss ich schon wieder das machen, Alter! Nee, Digga! Nee, Mann, das bockt so nicht! Ja, Digga, halt deine fette Fresse, Mann! Das ist Asylan. So. Oh, jetzt kann ich endlich anfangen zu schweißen? Jetzt kann ich endlich, oh! Das fühlt sich so geil an, geil zu sein. Oh, fuck, Digga. Ich hab mich fast so krass verraten, ne? Digga, das fühlt sich so geil an. Oder bin ich im Arsch, Alter? Ich hab fast alles verraten, was ich mir aufgebaut habe, Alter. So, Digga, jetzt ist es empfehlenswert, sich auch das Gerüst hier draufzustellen. Stahlplatten 19. Hä, hey, Digga? Oh Gott, ich hab keine Stahlplatten mehr. Sind Survival gefällt noch was? Oh, ich muss sowieso mal wieder meinen gehen eigentlich. Warte mal. Noch ein bisschen Silizium. Komm, Digga, über alles nochmal aus den Stahlplatten raus. Und dann gehen wir mal ein. Ich will die Rakete heute nicht fertigstellen, für alle, die es gerade gucken, das Video. Aber vielleicht morgen, wenn ich hart arbeite, Digga. Und nochmal. Nochmal, komm. Bevor mein Sprit leer ist. Komm, nochmal. Nochmal. Bin ich. Oh Gott. Na gut, Leute. Warte. Ich glaube, die Triebwerke sind in der Basis drin verkuppelt, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass man kann mit dem Ding trotzdem wegfliegen, wisst ihr? Ich glaube, das ist einfach jetzt nur so das Auffangmäßig. Also, ja. Mann, Digga, ich will da nur mal gucken, wie weit ich denn jetzt gerade bin. So, Digga, ich muss mal wieder ein neues Windkraftwerk bauen, Alter, weil das auch bei den Geist auch, was meine Energiezufuhr dann angeht. Ach so, das ist connected hier, weil ich das Ding gebaut habe. Ja, komm. Digga, das neue Lulord. Lulord, komm mal her, Digga. Da kann ich mich ganz unauffällig auch nicht ranschleichen. Und dich ganz unauffällig in meine Fraktion einladen. Und ganz unauffällig kannst du beim Bau dieses, okay, Digga, der ist neu. Der ist ein Newbie. Der wird mir ganz bestimmt nicht helfen. Aber vielleicht kann er ein bisschen Drecksarbeit machen. Mein oder so. Ich denke, das kriegt ihr Pisser ein auf dieser Welt. Mein gehen. Oh, ja. Guck mal, was ist denn hier? Ja. Ich fühle mich jetzt nur wohl in der Basis. Ja. Aber ich fühle mich immer wohl in meinen Basen. Basen. Dann bleiben wir mal schnell. So. Wo? Wow! Ich hasse diese Lags, Alter.
Sie machen mich immer so kernaggressiv. Ich sehe nichts mehr, ist alles dunkel. Ja, Digga, wie viele Funken macht dieser Scheißbohrer? Ist ja. Oder? Ist ja halbes Lichtschwert, Alter. Das Gute aber ist, wenn ich in so einer kleinen Schlucht da meine, sieht fast kein Mensch. Von oben. Das erste Ziel ist halt, Digga, Rakete bauen. Am besten ist, Digga, mindestens einen aktiven Member kriegen. Und dann, ja, Digga, was danach kommt, kein Plan, Alter. Aber sobald man einmal im Universum ist, Alter, geht's eigentlich alles ganz schnell. Erst einmal müssen wir dahin kommen. Und bis dahin habe ich eine Menge Arbeit vor mir. Oder mein zukünftiger Clan-Member, der denke ich nicht kommen wird. Aber es gibt viele, Digga, die sind nicht in der Fraktion. Frankie Braveheart, Matchen. Tacos. Matchen Tacos, ah. What the fuck? Wollte ich gerade noch mal machen. Ach so. Ja. Wir können auch einen Barbaren herstellen. Mindestens 36. Ja, 36 doch. Das haben wir eins zu viel. Ah, Digga, das ist alles immer... Das ist aufwendig, ja? Aber das gehört zum Spiel dazu, Digga. Es ist nicht wie in jedem 0850-Spiel, Digga, wo du einfach nur spawnst, ne? Wo du einfach nur spawnst, Digga, und du hast alles. Du besitzt alles in deiner Scheißfresse, Alter. Und... ja. Man besitzt alles, Digga. Und das hat man hier nicht mehr. In dem Spiel hier, Digga, machst du dir alles selbst auf. Schritt für Schritt. Stein für Stein, Digga, baust du dir die ganze Scheiße auf. Bis du fertig bist. Okay, warte. Die Ionentriebwerke hier, Digga, die sind nicht wichtig. Obwohl doch, die sind sehr wohl wichtig, Digga. Wir haben ja vorhin schon die Versen zu fliegen. Dann brauchen wir dafür Triebwerkkomponenten. Und ich denke, die kriege ich... nicht so leicht her, aus einem Basic Assembler. Nope. Das ist was Größeres, ja. Müssen wir uns darauf jetzt fokussieren. Also, Survival Kit. Ich glaube, eine Montageanlage ist es, was wir brauchen. Oder warte. Digga, wie heißt die Scheiße, warte. Survival Kit, so. Ah, da steht da einfach eine Montageanlage. Wenn es eine einfache gibt, muss ich auch eine fortgeschrittene geben. Montageanlage, da haben wir's. Und ich denke, in dem Ding. Wo soll das hängen, ist die Frage. Vielleicht werden wir da oben noch was hinkriegen. Hier. Digga, aber dabei baue ich gerade den Basic Assembler mit ab. Ist auch keine Lösung. Ja, da oben ist scheiße. Ja, da geht mir einfach hier ein bisschen das Wetter. Na gut, wartet. Let's make it like that. Let's make it like that. So, mach du mal bei der Barren, Alter. Ich will weiter hier Scheiße machen. Und wir kommen, Alter. Schweibe, Alter. Faule Scheiße. Faule Schweine. Asylan. Ich weiß nicht, heute bin ich irgendwie asylansüchtig. Ja, Digga, ich hab mal halt so.
Verbindungsprobleme bei irgendeinem Pisser, Digga, der in Jamaika lebt, beitreten muss, ich schwöre. Das fährt immer so ab. Hier, komm. Ja. Als Maulfresse. Ja. Kotzt der Alte mich an. Verstand, Alter. Scheiß Inventory ist voll, Alter. Jetzt soll nicht rum. Mann, bau doch ab, hä? Obwohl, ich wollte das so schaden, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Nebenbei gemerkt, der Tag geht nur noch eine Stunde. Scheiße, krieg ich wirklich viele Barren. Wow! Digga, ich werd reich am Barren, Alter. Piss dich, Alter. Krass, Mann. Aber wirklich. Alles krass. That's crazy shit I like, man. That's what I like. That's what I like. Wir müssen uns noch ein bisschen weiter graben. Weil das denke ich, wird schon immer 30 Tage nicht reichen. Ja. Jetzt langsam kotzt ja auch ein bisschen an hier. Ja, komm, mach damit mehr machen, Alter. Das kann nicht jetzt aufhören. Fabriken bitte auf Hochleistung. Hier liegt noch ein bisschen was rum, hat mir ein Flügelchen zugezwitschert. Nee, okay. Wir können aber auch graben ohne, das muss ich dabei aufsammeln. Das ist namens Stein. So, Licht können wir auch anmachen. Aber es kostet dann halt auch mehr Energie, egal. Aber da waren es aber wirklich, förmlich direkt um die Ecke haben. Das ist keine Rolle. Ja, kann sein, dass ich ein bisschen zu weit gegraben habe. Machen wir hier ein paar Stahlplatten. Oh, Digga, ist unsatisfying. Das eine nicht mehr funktioniert hat. Naja. Wie gesagt, Digga, reich an Ressourcen. Guck mal, wie viel wir vorwarten. Wie viel wir jetzt haben, wie viel wir vorhatten, wie viel wir jetzt hatten, wie viel wir vorhatten, wie viel wir jetzt haben. Also, das ist schon krass, ne, ein bisschen. So. Wenn man so überlegt, fuck, man. Wow, was war das denn jetzt? Ich kann es auch im Block an, nicht gezielt werden. Oh, ich komme aus der Scheiße nicht mehr raus. Piss dich, Alter. Das Game kann mich mal. Ich bin nämlich nicht doof. Ein bisschen bin ich doof. Aber nicht so krass. So. Ey, fuck. Kostet das viele Ressourcen. Stahlplatten 120. Ey, die chill, Mann. Daddy, chill. Daddy, chill. Ja. 120, Mann. Aber das ist auch Pisse, Alter. Was soll das denn? Ich kann auch nicht hier Komponenten zaubern, also wirklich. Alter, der ist jetzt schon fast leer. Hab ich nur knapp 50 geschafft, Alter. Ja, unglaublich, ne? Ich wollte wieder meinen gehen. So we go mining in the dark, dark, dark. Dann die Lyrics nicht. Reaper. Oh man. Ich hab zwar. Okay, ich hab einen Kopf schon gespielt. Damals immer mit meiner Sis.
Chillige Zeitalter, aber ich spiele halt kein Minecraft mehr und deswegen, Digga. Minecraft angeht, Alter. Ihr müsst mich gar noch nie, ich weiß jetzt sowieso nicht, weil keiner meine Videos aktiv guckt, aber ihr müsst mich auch nicht in den Kommentaren fragen, ob ich Minecraft-Videos machen werde, weil das wird wirklich erst dann passieren, wenn ich gar keine Ideen mehr habe. Weil auf Minecraft habe ich momentan eigentlich gar keinen Bock, tut mir leid. Minecraft ist mir halt einfach ein unsympathisches Spiel. Die Communities sind teilweise unsympathisch, die halt sind 90% alle toxisch. Na gut, 90 ist jetzt übertrieben, Digga, aber die Hälfte davon ist toxisch, Digga. Weil das sind irgendwelche Dreamstands oder so, oder wie man die nennt, Alter. Die verteidigen Minecraft, als wäre es ihr Leben, Alter. Wenn man was gegen das Spiel sagt, Alter, die sagt nur, ja, Minecraft ist aber OG, Alter. Digga, what the fuck, Alter. Als Minecraft rauskam, waren die noch flüssig. So, ja, komm. Mittlerweile kann ich die sogar nachsprechen, Alter. Weil ich mittlerweile auswendig kann, was sie sagt, Alter. Ah, falsch. Produzieren wir weiter Waren, Alter. Das wird nämlich eine Massenproduktion. Das funktioniert die Scheiße hier leider nicht. Tut mir leid, ist halt so. Ach, der Berg ist ja leer. Mann! Wenn du denkst, hier sind irgendwelche Ärzte, weil das Ding da so die Seuche drin ist. Das sind keine Ärzte, das ist einfach nur ein normaler Stein. Willkommen auf dem Alien-Planeten. Wo alles werthaft aussieht, aber... Ach, komm, Digga, ich bin doch noch weiter. Ist das auch ein Bug, Digga, der muss mal behoben werden, finde ich. Weil das kann auch nicht, das kann man mir doch auch nicht erzählen, Alter. Das hat wieder 30 Milliarden Meter Bounce. Komm, Digga. 250 machen wir voll bei Eisenbahn. Easy. Easy, hallo? Oh, das wird knapp. Ja, gut. 260 schaffen wir noch. 260. 270, komm. Bitte durchpowern. Oh, Lack, Digga. Okay, komm. Ein Meilen war noch. Eine Runde. Ich geh noch aus. So. Ja, wenn es nicht 11 Uhr in der Nacht wäre, Alter. Da liegt immer noch. Ah, Digga, mir geht auch der Sauerstoff langsam aus. Fuck. Fuck, dude. 3 für wie viel? Okay. 33. Sagen wir jetzt. Ich merke das wieder ein voraus. 20. Ich glaube, ich bin wieder ein voraus, oder? Nee, ich mach perfekt. Diesmal clean, Alter. So, Digga, komm. 360 schaffen wir noch. 370. Nein. 370 wird hart. 370. Oh, fuck. Okay, ja, Digga, komm. Nee, das nicht. Was bringt der Schatten ein? Ich hab gehört, dass man den wiederverwenden kann, den Schatten. In irgendeiner Art, aber ich weiß noch nicht viel. So, mach mal. Boah. Das kostet auch massiv viel, Digga, ne? Ich weiß noch, Digga, ich habe damals auch eine Montageanlage gebaut, weil ich habe ja schon wirklich viele Basen gehabt, ne? Ich habe damals auch eine Montageanlage gehabt, Digga, und boah, das war auch krass. So, Digga, was brauchen wir noch? Motoren. Und den haben wir genug.
Halt ich dann auch nochmal nach. Dafür brauchen wir Kobalt, Digga. Oh Gott. Was weiß ich, wo ich Kobalt herkriege? Da bin ich mir los, ne? Da bin ich los. Ich stehe schon wieder, Alter, am Nippel. Okay, warte. Es tut mir leid, Leute. Aber das Werk muss ein Ende haben, bevor es wirklich anfangen konnte. Ich muss erst einen Rover bauen und damit nach diesen Materialien suchen. Ja, komm mal runter hier. Da hat schon begonnen. Leck in der Realität. Leck in der Matrix. Was war das denn gerade? What the fuck? Habt ihr das gerade gesehen? Yo! Das Game ist so verbuggt, Alter. Das ist ja abartig, Digga. Guck gleich. Abartig ist das. So. Was wir erst brauchen? Boah, was mache ich hier denn? So, Digga, wir brauchen so erst einen Rover. Es tut mir leid, Leute. Würfel, so. Wir haben genug Rover gebaut. Also ich zumindest. Das Modell des Projektors. Ich weiß nicht, welche Blockgröße der Scheißprojektor hat. Also halt's Maul. Das Ding sieht viel zu big aus dafür. Das Ding sieht gut aus, obwohl ne. Vielleicht habe ich noch ein paar Rover aus dem Workshop. Sind immer verlässlich. Template Rover, ne. Was Rover angeht, Digga, haben wir kein Template. Ich will, ey, Digga. Na gut, dann bauen wir einen selbst. Komm, piss dich, Alter. Fick dich ins Arsch, Mann. Wirklich, Digga. Dann bauen wir einen selbst, Alter. Wenn der Pisser mich hier verarschen will. Stahlplatte, gut. Gerne, komm. So, die werden wir noch brauchen. Ach, Digga. Jo, Befestigungskomponenten und Heimmotor. Befestigungskomponenten haben wir keine. Motoren haben wir aber genug. Oh fuck, ich habe gedacht, er baut den einzelnen. Fuck. Das so machen. Ja, Mann, ich bin gut. Mann, ich bin gut! Aus meinem Weg, Digga, du bist unter meinem Niveau, Mann. Ich bin einfach. Hab Respekt dafür, dass ich mit dir rede, Alter. So, Digga, wir wissen alle, was ein Rover braucht. Ich weiß nämlich nicht. Mann, Scherz, Digga, ich hab schon viele Rover gebaut. Die waren alle scheiße, aber sie haben irgendwie ihren Dienst gemacht. Das ist halt, worum es geht, Digga. Bei dem Rover. Aber Digga, wir machen das wirklich billig. Kork. Oder. Gefährlich, Alter. Gefährlich, frech. Das ist schon wieder zu lang. Wir wollen einen kleinen Rover, er soll nur klein sein. Er soll klein sein, seinen Dienst machen. Und klein sein.
Da bin ich doof, Digga. Komm her. Digga. Bin doof, Alter. Also. Ich muss diese Blöcke hier erstmal schweißen, Alter. Ich will mir das doch alles jetzt. Ja, soll er weiß sein oder grau. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Und für das Leibland habe ich noch. Ja, ist genug, Digga. Ich glaube, das reicht alles für Rohre. So, Digga, wir machen noch zwei rein. Ja, mach, Alter. So, Kid, guck gut zu, Digga. Guck mal jemanden zu, der weiß, wie man eine Robo baut. Und, Digga, ich penn gleich ein. Das ist so langweilig. Rover bauen, Alter. Wow. I'm so on it. Wir sind noch nicht genug Blöcke. Wir sind noch zwei nach vorne, wir sind einen noch. Wenigstens. Richtig. So. So, ganz schnell, Digga. Weil, mein Treibstoff fließt ja auch weg. Hey, Digga. Dann brauchen wir die ganze Reihe ja auch gar nicht. Weil ich glaube, wir brauchen eine 3. Ich packe gerade die Skills aus, die ich von meinen alten Patrouillen gelernt habe, Digga. Weil die haben öfters mal einen Rover gebaut. Und ich muss noch die Tricks, die immer gemacht haben. Ich habe ein bisschen was von denen gelernt. Fuck, Digga! Boah, fuck, Alter. Wie heißt die Scheiße? Radaufhängung, jetzt hab ich's. 3x3, mach ruhig. Mach ruhig, mach ruhig. Will ich nicht immer von mir? Ich glaube, so ist das richtig. Weil es hängt ja wieder so winzig, Alter. Jo, das ist winzig, das Rad. 1x1 ist auch winzig. 3x3 ist immer alles nicht. Jo, Digga. Energiezellen. Ich will die Batterien brauchen. Manchmal so billig in der Position. Produktion, Entschuldigung. Position, bin ich doof. Auf 4 reichen, 4 Batterien. Dann anfangen wollen wir. Naja, gut. Ich kümmere mich gerade aber irgendwie immer noch um die Radaufhängung. Energy low. Oh,
Ich bin doof. Ich weiß. Ich hab's bewiesen. Ja, klar. Was ist denn jetzt los? Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Drei, vier. Lernangabe soll's machen. Ja, alles wegen der scheiß Radaufhängung. Ja, klar. Mann. Energie hat immer so lange gewirkt, das dauert so ewig, bis man die wieder aufgeladen hat. Komplett, ne? So reicht. So, eine Reihe brauchen wir noch, wieder. Ja, also, wenn ich schon sehe, Digga, dass ich verkacke, Warbot zu bauen, ja. Das fällt mir auf. Weil ich niemals bereit bin, Digga, irgendwas zu erreichen. So. Ich glaube, passiert das nicht. So. Okay. Fein. Wieder fehlt ja am Block, wie geil. Hier erstmal. Ja, aber da fehlt. Was hab ich denn hier gemacht? War ganz easy. So. Oh. Oh, Digga. Die letzte haben mich auf Ruhe gewartet, da runterzufallen. Ich find's einfach geil. Einfach geil, Digga. Wie die letzte einem sogar manchmal helfen. Ich sitze gerade daran, sollten die den Trigger doch merken, Alter. Ich bin was mit eurem geil. Game nicht. Das ist, glaube ich. Ja, Digga, aber wo ist das Rad? Da steht Radaufhängung, aber ich sehe das Rad nicht. Aber die andere Radaufhängung, die invertiert ist. Die hilft mir immer. Auch nicht, auch kein Rad.
Frau, ist das hart? Oh. Kotzt mich das an. Naja. Es ist unglaublich alles, Digga. Wirklich. Du kannst machen, was du willst, aber am Ende ist eh alles scheiße. Wirklich. So, Steuerrohre und Festgaskomponenten. Ja, ich will das mal raus. Ich kann mich komplett. Warum keine Mats mehr? Shit, Digga. Frechheit. Auf jeden Fall, Digga, wir brauchen ein paar Herstellungskomponenten. Für den Bau von den Rädern. Ja, es wird teurer Spaß, 40 Stück. Energy critical. Ja! Weißt du, Digga, ich geb den Schiff. Einfach mal, Digga. Es gibt da so etwas, Digga. Vor allen Dingen in Russland ganz oft verwendet, Alter. Das ist immer ein Revolver. Und ich hab gehört, Digga. Wenn man sich den an den Kopf hält. Einfach mal abdrückt. Boah, ist das ein geiles Feeling dann, ne? Als würde man im Himmel schweben. Ah, ja. Das guck mal danach. Ja, na. Und dann in die Hölle kommst. Ich bin voll. Achso, ja, wegen meinen 5 Milliarden Schallplatten. Hier ja, erstmal alles rüber. Ja, komm. Bring mal alles hier nichts. So, ich brauch hohe Lieferungen an Waren. Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Ja, ich empfehle jedem, ne? Auf einem Multiplayer-Survival-Server. Fangt auf Alien Planet. Ich schwöre, fangt da an. Da ist einfach am krassesten. Ja, Digga, ich verwechsel das immer. So, fangen wir an jetzt. Währenddessen kann ich mal um die Schallplatten kümmern und die Schallrohre. Was ist hier falsch? Hallo, was ist hier das Problem? Wo liegt das Problem? Ja, es hat sich auf einer anderen Höhe. Warum? Warum ist das so? Was ist das Problem? Das funktioniert doch hier auch. Warum funktioniert es hier nicht? Wie scheiße gemacht ist das mit alles? Ja. Hä? No. Was willst du denn von mir? Du mal Pisser, Junge! Na, was glaubst du denn, wer du bist? Was soll das denn? Ha? Scheiße Radaufhängung. Bringt mir nichts. Das Spiel ist so verbuggt, Alter. Wieso soll das jetzt nicht funktionieren? Es ist exakt die gleiche Größe wie die anderen. Millimeter zu Millimeter ist es die gleiche Größe. So, jetzt. Brauchen wir gleich noch die Herstellungskomponenten. Sind die Reifen wenigstens schon. Nur die Reifen. Nicht alle Barren machen. Aber viele.
Ja. Mein Tag ist voll fuck, Digga. Ich will mal die ganzen Schwerblätter rüber. Mein Gitter brauche ich gerade eh nicht. Es wird reichen, glaube ich. Ja, die Herstellungskomponenten schaffen wir noch. Oder? Es fehlt einer! Einer fehlt! Es fehlt ein Herstellungskomponent. Es fehlt einer. Digga. Scheiße, Leute. Ja, Digga, schweiß ich jetzt noch zu Ende. Dann kann ich meinen scheiß Energie mal gerne wieder aufladen, Alter. Aber jetzt gerade kannst du mir den Arsch lecken. Hab ich schon oben. Einmal runter. Wirklich. So. Ja. Ein Herstellungskomponent fehlt mir. Eine! Das erschreckt mich halt auch ein bisschen, ne? Mal hier einen schnorren? Hier? Ich guck mal überall, ob wir einen Herstellungskomponenten schnorren können. Nein? Schallplatten? Nee? Oh. Ja. Energy Low, ich weiß. Hol ich mir auch in Low. Kann er bisher jetzt. Danke. Großen Dank, mein Herr. Mit der Radaufhängung? Oh, die gibt's ja auch noch. Mann, na gut, wartet. Schallplatten, wir brauchen wieder Herstellungskomponenten. Motoren. Wartet. Also man braucht dafür 2 Stahlrohre, 7 Herstellungskomponenten. 2 Stahlrohre, 7 Herstellungskomponenten. 2 mal 4 ist, boah, fordert 8. Und wie viele 7 Herstellungskomponenten? 7 mal 4 ist 35, ist 5. Nein, 8. 20, 28. Das ist klar. Ja. Wir müssen erst einmal Energie wieder voll tanken. Wisst ihr was? Energy low. Wisst ihr was, Digga? Wir spawnen jetzt eh einmal ganz kurz. Ich hab keinen Container, Digga, und ich benutze ihn gar nicht. Bin ich doof. Oh, Digga, hier habe ich sogar noch meine Pistole. So, jetzt gehen wir meinen. Jetzt müssen wir viel meinen. Können wir vorher schon mal Milliarden Barren machen. Wir brauchen werden. Nochmal 100, ich denke 100. Wenn es machen. Okay, der muss ich über 53. Ich brauche keine 700 Herstellungskomponenten. Aber Digga, Herstellungskomponenten sind halt überall, Digga. Also ich denke, Herstellungskomponenten wirst du fast in jeder Scheiße, die du in Space Engineers baust, finden. Und die sind halt auch eigentlich gut zum Feuer zu bauen. Aber wie gesagt, Digga, Herstellungskomponenten, auch Stahlplatten, Digga, die sind fast überall drin. Hier, guck, hier sind Stahlplatten drin,
Stahlplatten. Stahlplatten, was meine ich, Digga? Was mache ich hier eigentlich? Ich muss endlich einen Clan-Member finden, Alter. Ich bin doch mal Clan, Digga, ist doch nicht mehr. Ich muss endlich jemanden finden, der mir wenigstens hilft, Digga. Der nicht die Drecksarbeit macht, Digga, aber der mir hilft, Mann. Ich bin so auf mich allein gestellt hier. Bis wir uns Universum kennen, Digga, müssen wir erstmal den Rover fertigstellen und Kobalt finden. Inventory full. Und wenn kein Kobalt in der Nähe ist, die haben wir eh ein Problem. Wir brauchen wir. Oh, der. Mann. Gucken wir uns mal an, wer ist alles nicht nach uns? Angel of Mercy. Frankie Braveheart, what the fuck? The Gold. Warte mal, die tut mir irgendwie leid. Ich schreibe mal mit ihr. Okay, wir haben noch genug für 10. Nein. Mach ich wirklich hin. Das Inventar ist voll, Digga. Nehme ich mal ganz kurz die Motoren, weil die nehmen wieder viel Platz weg immer. Ich hab über Lavanda von dem Schatten. Ich hab öfters mal multipliziert. Und genau dafür, Leute. Das macht es wieder. Genau dafür braucht man Mathe, Leute. Ich brauche Mathe nicht, um im Supermarkt ein Apfel zu kaufen. Ich brauche Mathe wegen so einer Scheiße. Wegen sowas lerne ich jeden Tag Mathe in der Schule. Obwohl das eigentlich Grundschule ist, Digga. Das ist eigentlich auch das einzige Mathe, das man beherrschen muss in seinem Leben. Digga. Vielleicht noch Bruchrechnung ab und zu mal im Berufsleben, Digga. Weil wenn man ein ganz normales Leben als ganz normaler Mensch in diesem Universum lebt, braucht man nur multiplizieren können, dividieren, addieren und subtrahieren. Ja, muss man nicht wissen. Ja, ich bin gerade echt stolz, dass ich das alles aufteilen konnte. Ohne zu stottern. Das ganze Multiplizieren und so. So, Digga, Räder sind fertig. Juhu! Digga, ich komme ins Cockpit. Auch ein sehr wichtiger Teil. Ich bleibe im Raum. Hab ich gerade weggetan, geil. Nicht geil so. Digga, kann ich auch direkt die Scheiße mitnehmen, die ich brauche. Wiederherstellungskomponenten, klar. Was noch? 8 Anzeigen, 100 Computer. Das ist nicht schlecht. Aber nach Computer sind das auch nicht sehr teuer, ne? Also ganz ehrlich, damit kann ich leben. Ich glaube, Computer sind sogar das billigste im ganzen Game. Computer sind mir immer richtig sympathisch, Digga. Lieber 100 Computer als 100 Stahlplatten. Viel angenehmer. Was brauchen wir noch dafür? Ein paar Stahlplatten, die haben aber schon drin. 120 Gesternskomponenten, darf ich nicht vergessen. Für Eisenbahn. Gerade flöten gehen, für da.
Können wir gleich einstellen, wenn wir 100 haben. Also da haben wir jetzt zu viele Schnellepressen mehr. Und tschüss. Nein, fuck. Ja, das wird reichen. Schauen wir, wo wir dann haben. Und dann können wir jetzt auch einen Stock bauen, ne? Vergessen. Doof. Ja, wir brauchen gar nicht 100 Computer, ne? Warum dachte ich, ich bräuchte 100 Computer? Ich meine, ich habe gelesen, ich bräuchte 100 Computer. Was ist denn jetzt los mit mir? Naja, was hat's? Wir brauchen einen Frachtcontainer auf jeden Fall. Das lässt sich ganz gut mit einem kleinen Frachtcontainer machen. Nee, doch mit einem mittleren. Interne Panzerung. Das ist ganz gut, dann wieder und wieder. Wieder habe ich jetzt genug. Wir brauchen noch Motoren, habe ich auch genug. Anzeige. Ich brauche wieder Herstellungskomponenten. 10 Stück. Boah, passt perfekt. Eine interne Panzerung. Dann brauche ich noch. Wie viel? 19. Genau. Rein. So, dann kann direkt der Frachtcontainer gebaut werden. Frachtcontainer auch ein sehr wichtiger Punkt. Am Morgen. Oder Digga, wir müssen. Es kommen die Batterien, die sind immer eine Pflegerteil. Ich weiß nicht, wie viel ich baue, so. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollten das Ding erstmal versorgen. Wie viele Energiezellen habe ich? 8 sogar. Oh, für Energiezellen. Wie wird das? Ich brauche noch ein Stück, Computer 2. Habe ich genug? Und, Ja, dann mal, let's go. Erste Batterie. Zweite Batterie. Ich brauche Herstellungskomponenten, ja. Das sind die Herstellungskomponenten jetzt. Weil ich brauche noch Energiezellen. Aber die habe ich leider wieder nicht genug. Weil ich brauche wieder Eisen. Eisen ist so unsympathisch zu kriegen. Mann. Das ist alle Penner, scheiße.
noch mal bitte. Ey, das Ding war die ganze Zeit das Unkonzept, die macht auch müde, ne? Ich schwöre. Ich ganz gut, brauche ich mir welche. Aber wenn wir mal sehen, ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Digga, die Eisenbahnen werden wieder gefressen, Alter. War richtig. Passt gerade noch so. Ein paar Batterien habe ich schon. Energiezellen habe ich vergessen mitzunehmen. Boah, bin ich doof! Ja, wieso produziere ich die Scheiße, Alter, wenn ich vergesse, es mitzunehmen? Jetzt brauche ich Stahlplatten! So, Digga, jetzt brauche ich weg. Mann, warum denn? Das ist immer irgendwas, Digga. Das kann ich einfach mal sein. Da, jetzt ist das Computer. Hä? Oder du weißt, wie viele Computer ich hatte, ne? Kann doch nicht alles schon selbst sein. Ich hatte 100 oder so. Ich hatte 100 Computer. Wo sind die? Jo. Ja. Ich hätte gerne noch einen Verbinder. Oh, was ist das denn? Verbinder? Was ist das denn? Kleiner Blockverbinder. Nee. Lass mal. Nicht kleiner Block. Das ist billig zu bauen, Digga. Ja, teilweise. Wir brauchen 6 kleine Stahlrohre, 12 Feststellungskomponenten. What? Wie bin ich denn hier hinten wieder gespawnt? Lex, Alter. Ey, das sind Bugs. Ich weiß, Lex und Bugs unterscheiden. Ah, Mann. So, 6. 12 Feststellungskomponenten war der Spaß, ne? Da können wir wieder richtig gepflegt meinen gehen. Ein paar Waren in Produktion schicken, Vergleich. Kann es direkt losgehen, sobald das Stein drin ist. Oder vielleicht lock ich damit Leute an. Jo, super. Warum crowd gleich? Perfekter Wow war, Digga. Er passt einfach perfekt. In diese Optik rein, wisst ihr? Das ist so wunderschön. Und selbst gebaut. Ich hab's endlich geschafft, etwas selbst zu bauen. Nur ich weiß noch nicht, ob's wert. Wie viel kostet ein Gyroskop? für das Stahlplatten auf jeden Fall. Ich glaube, sieht's aus hier. Umtransportieren wieder einmal. Ein Hyperschall produziert er die doch nie, aber. Wie war's mit den Windturbinen los? Alter, die haben sich gar nicht gesehen. Ich habe Motoren vergessen. Fuck.
denke, jetzt könnte der Bohrer schon fahren, wisst ihr? Na, macht noch an. Lademodus Auto. Was mit dem Auto? Ja, was soll's? Auf jeden Fall, ey, werde ich jetzt einen wichtigen Schritt machen. Der ist wirklich wichtig. Also gut. Es steht sogar überraschend gut. Boah. Also, ja, ich wusste, dass das Ding Speed drauf haben wird. Aber ich wusste nicht, dass es so hart Speed haben wird. Okay, wir brauchen ein Gyroskop. Mir gerade so spontan aufgefallen. Das packen wir aber mal hier. Die Position des Gyroskops spielt eigentlich im Großen Ganzen keine große Rolle. Warum sind die Stahlplatten alle hier? Was brauchen wir noch dafür Computer? Da sind die Computer auch alle hin. Das weiß ich endlich. Das ist jetzt alles geklärt. Brauchen wir noch ein großes Stahlrohr? Ich denke, dafür sollten soll es hier auch noch reichen? Oder war sogar schon eins? Ja. Ist ja auch nicht die Welt von unten, ne? Ich mache das eigentlich auch nur, weil ich noch einen Verbinder brauche. Hey, Digga. Ist ja übertrieben, Alter. Wenn ich irgendwie. So. Die Leistung ist hier ein bisschen runter. Das Ding geht ja ab, Alter. Ja, kein Spaß so. Oh, fuck. Oh fuck, oh fuck. Okay, wir sind kopfüber. Aber nicht extrem krass. Nur ein bisschen krass. Es ist nicht unmöglich, dich noch zu drehen. Nur ein bisschen was von der kleinen süßen Kopfbau abbauen, vielleicht. Weil ist das halt mal so. Hey, wie kriegt man so einen Rover wieder richtig gedreht? Es gibt da ja so einen alten Trick mit Graben. Aber der gefällt mir nicht so. Naja, mal wissen, wie alles geht. Yo, Mann! Die Graben bringen das auch nicht weiter. Ist jetzt sogar noch tiefer in der Scheiße. Ey, Digga, ich kann das Cockpit nicht mehr verlassen. Eine Idee.
die ist stupid as fuck. Ich hab mir gedacht, wir reden die Pisse hier einfach um, Alter. Mann. Das Game kann nicht mal, Alter. Wir machen das jetzt so. So leicht machen wir es sich nämlich, Leute. Ihr macht es euch nicht schwer, ihr macht es euch leicht. Weltgeräusch nur euch. Machen wir das Ganze auch noch mit dem Batterie. Das ist ein bisschen riskant, weil es nicht irgendwie abknallt oder so, ne? Die Batterie ist wirklich vorher wieder nur, ne? Na, ist das halt so, Digga. Aber, Digga. Es ist auch kein Mord, wenn ich das Ding einfach nochmal ganz kurz neu baue. Ich meine, zumindest habe ich die Ressourcen dafür, ne? Ist das viel leichter? Die Energiezellen. Oh Mann! Ich habe vergessen, dass man Energiezellen nicht mit abbauen kann. Fuck! Oh, wie viele brauchen wir? Keine Ahnung, Digga. Wie viele? Wahrscheinlich. Fünf. Das reicht nicht. So, zwei Batterien haben wir jetzt und da ist ein bisschen was beim Reifen passiert. Egal wie in dem Scheiß Ding. Komm ich nicht raus. Jaua! Junge! Bremse, mein Freund, bremse. So, wir müssen schon wieder Energiezellen holen. Das ist alles unglaublich, ich weiß. Das ist immer so ein langer Weg. Und dann wieder bis rüber zur Energiezelle. Ja, perfekt. Ich werde die ganze Warwork-Geschichte heute noch fertig, ne? Ich mach das, ich schaff das. Komm, mach ich einfach die Energiezellen hinter dich. Acht. Das reicht auch schon wieder nur für was weiß ich wie viele. Obwohl, ne, das ist ein paar Waffen, das war. Okay, eine Schärfkomponente.
echt alten Platte. Wo ist das alles eigentlich wieder hin, Digga? Schütter. Ist was, Digga? Ich weiß, dass wir uns spawnen. Computer, aber was brauchen wir noch? Herstellungskomponenten. Stahlplatten. Und dann geht's ja. Gute Daten, wa? Ja, gut dann. Let's go. Hier ist alles mit den Reifen auch schon wieder gar nicht mehr so toll aus. Naja, aber sagen wir es so. Ich gehe davon aus, der Warwar wird seinen Bomb machen. Das ist ja nicht für lange. Wir haben keine Energiezellen mehr, aber ich denke, das reicht. Oh, und jetzt mit den Verbinder. Warum haben wir so keine Stahlrohre? Ich denke aber, die kleine Stahlrohre sollte ich da haben. Weil immerhin habe ich das Ding ja abgebaut. Dann haben wir sie und dann sind auch die Motoren. Kann ich gleich auch fürs Gefub Scheiße mitnehmen? Komm. Wofür brauche ich das? Achso, das musst du. 15 Stahlplatten. Stahlrohre. Ja, gut. Jetzt brauche ich noch hier einen Verbinder. Oh, das ist so hoch. Da kreis ich stark. Und viele Stahlplatten, viele Herstellungskomponenten. Was brauchen wir noch? Nee, sonst nichts. Herstellungskomponenten und Stahlplatten, komm. Das erledigen wir jetzt noch. So, Stahlplatten. Ganz viele. Ich glaube, wie viele waren das? 60 oder so. Warte. Machen einfach mal 60, um sicher zu gehen. Brauchen wir noch, da bin ich mir ganz sicher, 40 Herstellungskomponenten. Hey Digga, dafür braucht man eigentlich schon fast einen Autoklicker, Alter. So, ganz viele Barren brauchen wir heute, 50. Easy reinballern. Ich mag die Gegend, die ich mir ausgesucht habe für meinen Glam-Bunker. Ich habe einen schönen kleinen Ort ausgesucht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, der Alien-Planet einen Update gekriegt, Digga. Das letzte Mal, als ich hier eine Basis gebaut habe, sah der irgendwie nicht so hell aus. Oder ich war von auf einer ganz anderen Region, weil ich meine, auf der Erde gibt es ja auch die Alpenregion und die Desert-Region. Da ist ja Gras noch. Auf jeden Fall, Digga. Und vielleicht sieht auch nicht jeder Fleck gleich aus. Vielleicht hat der eine Planet so was in der Art auch. Oh,
Alles gut, Wowie. Ich hasse es. Wenn ich das geschafft habe, Digga, verbinden und so, dann, Digga, habe ich es geschafft. Dann bin ich fertig. Kann ich endlich in Ruhe schlafen gehen. Sei denn noch irgendeine Scheiße passiert. Also gut. Viele Materialien. Und werden hier direkt 50 wieder reinballern. Was ist denn los hier für eine Scheiße? Ich würde da den Nordstein holen. Das ist echt ein Verbindungsproblem, aber er wird nicht wieder. Das kann einen einfach nur noch ankotzen. Gut ist halt auch, Digga. Auf dem einen Planet. Hier ist fast wirklich keiner, ne? Weil ich kann aus Erfahrung sagen, Digga, ich spiele das Game seit einem Jahr auf Kenduka 2. Ich denke aber auf den anderen Server wird es halt nicht anders sein. Die meisten Leute gammeln immer nur in Region Erde und Mars rum. Das ist einfach am leichtesten. Die meisten Leute fangen auf der Erde an, Digga. Und das auf der Erde, Digga. Sowieso die meisten. Mars eigentlich auch recht viele, Digga. Mars sind halt die Leute mit einer großen Flotte und so, die haben sich irgendwie leben einfach auf dem Mars. So eine Grund. Da gibt's keinen offiziellen Grund für, Digga. Die leben einfach auf dem Mars, weil sie Spaß haben, die Leute. Die viel Geld besitzen und so. Viel Space Credits. Ja. Triton nicht, Digga. Triton ist wirklich sehr unbeliebt eigentlich unter den Spielern. Gehen wir da nicht nur hin, wenn man ein bisschen Eis braucht, weil ich denke, Eis wird immer genug da. Naja. Komm, Digga, 210. 215, 215? 220? Ah, fuck. Nicht zu weit gehen, Leute, denkt dran. Immer dann aufhören, wenn es am besten ist. Das reicht mir wieder nicht. Na komm. 48 wird reichen. Das reicht wieder nicht. Wir brauchen 29, nein, 39, jetzt habe ich es. 36, ja. Das ist alles so pissmäßig, klar, wieder. Und cheat, der Schläger. Ja, diese Lex. Nee, er ist hier rein.
immer ein bisschen zu viel gemacht. Schaffen wir, komm, 100. Zieht euch, okay, 90 wenigstens, ja. Yo, what the fuck? Ich hab mir gerade so gedacht, Alter, was ist mit meinem Bildschirm los? Aber Digga, das ist einfach Alien-Planet. Ganz schlimm auf Alien-Planet. Das ist ganz was anderes. Zehn Stahlplatten brauchen wir noch. Ich meine Stahlrohre, die habe ich ganz vergessen. Wie viel Stahlrohre braucht man nochmal? Mach mal was so. Nein. Piss dich, Alter. Du kannst mich den Wichs lecken, Alter. Das gebe ich mir nicht. Das mache ich so nicht mit, Alter. Ja, Digga, wenn ich sehr lange Atmosphäre schmeckt der Strom komplett ab hier. Ist auch immer scheiße, Digga. Ich geh mal kurz auf den Blackout. Und wenn das so ist, Digga. Wenn man kurz vor einem Blackout steht, dann sagen wir mal so, Digga, ist nicht gut. Ach, sieh da die Bremsen an. Und ich denke mir gerade so, Alter, warum fährt das Scheiße nicht? Okay, ich bin nicht gut im Rückwärtsfahren, ich bin sowieso nicht gut im Fahren. In dem Game, ich bin aber so oder so nicht gut im Fahren. Okay, warte. Verriegeln. Entriegeln, okay. Easy. Okay, es connected nicht. Brauchen. Ist auch ein Winkel auf das Ding. Müssen wir ein bisschen auf den Berg hier fahren? Nicht so schnell. Das Ding geht ab, das muss man sagen. Das ist sehr leicht. Das ist jetzt nicht so ein krasses Fahrverhalten. Naja. Es ist connected, Digga. Es ist passiert. Wir haben es geschafft. Aber was mir jetzt einfällt, wir brauchen noch eine Sache. Eine Sache fehlt noch, und das ist der Herzdetektor. Naja, das wird morgen erledigt, Digga. Ich leg mich in die Ruhe. Im Nu. Ich bin auch fürs Zusehen, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Aber falls ich einen immer noch mache dazu. Tschüss.